Es gibt ein epidemisches Versagen innerhalb unseres Sports, das die Leute blind macht. Und das verführt die Manager von Baseballteams dazu, ihre Spieler falsch einzuschätzen und ihre Teams unklug zu managen. Bitte entschuldigen Sie das. Weiter. Na schön. Die Männer, die die Clubs führen, die glauben, es geht darum, Spieler zu kaufen. Das Ziel sollte aber nicht lauten, Spieler zu kaufen, sondern vielmehr Siege zu kaufen. Und um Siege zu kaufen, müssen sie Runs kaufen. Sie suchen gerade einen Ersatz für Johnny Damon. Die Boston Red Sox sehen Damon und sehen in ihm einen Star, der ihnen 7,5 Millionen $ im Jahr wert ist. Aber wenn ich Johnny Damon sehe, dann sehe ich eine irrige Auffassung davon, wie Runs entstehen. Der Junge kann ordentlich fangen. Er ist ein anständiger Lead-Off-Hitter. Er kann Bases stehlen. Aber ist er die 7,5 Millionen $ wert, die die Red Sox ihm hinblättern? Nein. Nein. Dieses Baseball-Denken ist Steinzeit. Alle, die was zu sagen haben, stellen die falschen Fragen. Wenn ich das jemandem sage, bin ich geächtet. Ich bin ein Aussätziger. Und deswegen bin ich ihm gegenüber so zugeknöpft. Deswegen bin ich, respektiere Sie, Mr. B. Und falls Sie die ganze Wahrheit hören wollen, ich denke, Sie sollten froh sein, dass Damon nicht mehr auf Ihrer Gehaltsliste steht. Ich finde, das eröffnet Ihnen jede Menge interessante Möglichkeiten. Woher kommen Sie, Pete? Maryland. Wo haben Sie studiert? Yale. Ich war in Yale. Was haben Sie studiert? Wirtschaft. Ich habe Wirtschaft studiert. Yale, Wirtschaft, Baseball. Sie sind ein merkwürdiger Vogel, Pete.